Sein letztes Trainingslager als Bundestrainer ist beendet. Sein letztes großes Turnier steht kurz bevor. 15 Jahre lang hat er die Richtung vorgegeben. Joachim Löw, besser bekannt als Yogi, macht Schluss. Wehmut schwingt auch nicht mit. Überhaupt nicht. Ich weiß, es ist mein letztes Turnier, aber das war ja auch so meine Entscheidung. Ich bin mit der Entscheidung, bin ich eigentlich mit mir selber im Reinen. Alles begann 2006 nach dem Sommermärchen. Vom Co-Trainer zum Star-Trainer. Beliebt und erfolgreich, Joachim Löw wird mit Preisen überschüttet. Der Höhepunkt seiner Karriere, der WM-Titel 2014 in Brasilien. Aus dem Mann aus dem Schwarzwald ist ein echter Weltmeister geworden. Ich bin 17 Jahre beim Verband und habe hier wirklich auch wahnsinnig tolle, interessante, lehrreiche Zeiten erleben dürfen, mit großartigen Leuten zusammengearbeitet. Seine Bilanz ist beeindruckend. 193 Länderspiele unter seiner Führung, 122 davon wurden gewonnen. Bei seinen EM- und WM-Turnieren erreichte Löws Team bis auf Russland 2018 immer mindestens das Halbfinale. Apropos Russland, die WM seine größte Niederlage. Das Aus in der Vorrunde, das denkt man Löw, bekam erste Risse. Es tut schon auch wahnsinnig weh jetzt und wir sind riesig enttäuscht. Heute Abend in Düsseldorf, letzter Test gegen Lettland. Dann wird's ernst. Mit 61 Jahren will es Joachim Löw noch mal wissen. Veränderungen im Detail gibt's immer, aber ich werde mich jetzt nicht völlig irgendwie zum anderen Mensch oder zum anderen Trainer wandeln.